Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch diesen Make-up-Look. Und dieser Look ist entstanden aus nur meinen derzeitigen Favoriten. Also wirklich jeder Schritt, jedes Produkt ist mein derzeit Holy Grail. Wirklich benutze ich die ganze Zeit, hatte ich immer auf Reisen dabei. Und ich finde, dass ganz vieles davon sehr schön jetzt auch zum Herbst passt. Und ich hoffe, ihr seid gespannt und ich hoffe, ihr bleibt dran. Bevor es aber losgeht, möchte ich noch gerne was ansagen. Und zwar, bitte kommentiert dieses Mal unter dem Video, was denn eure Favoriten sind. Also für jeden Schritt, ihr könnt mehrere Sachen hinschreiben oder nur eine Sache, wie ihr möchtet. Aber ich würde ganz gerne einen Make-up-Look drehen, einen Look schminken mit nur euren Favoriten. Mich hat nämlich jemand bei meinem Insta-Live darauf hingewiesen und ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Idee. Deswegen haut mal in die Tasten. Ich suche dann später die Produkte aus, die ich selber noch nicht verwendet habe, dass ich euch auch was Neues zeigen kann. Dass es auch für mich spannend ist, ob mir die Sachen dann auch gefallen. Bin so gespannt. Und jetzt erstmal geht es um diesen Look. Ich hoffe, der macht euch Spaß. Ich hoffe, der gefällt euch. Und ja, bleibt dran. Okay, wir starten mit dem Primer und ich hoffe, dass ich dieses Mal nicht mein Setting Spray vergesse ganz am Ende. Weil es ist wie bei jedem Video, das ich drehe, vergesse ich am Ende mein Setting Spray noch mit aufzunehmen. Also, wir starten aber am Anfang. Und zwar mit dem Primer. Und der allerliebste, den ich in letzter Zeit wirklich nur noch benutze, Riesenfavorit geworden, ist einmal von L'Oreal Lumiglotion True Match in der Farbe 902. Das habe ich in Amerika gekauft und ich finde, das macht so viel aus. Werdet ihr auch gleich sehen. Und dann trage ich mir was auf meine Finger auf und verblende das beginnend hier an den Wangenknochen, da wo es auch schön glowy sein soll. Dann auf der Stirn und dann eigentlich auf dem ganzen Gesicht soll hier überall glowy sein. Ich benutze diese Base, weil ich es schön finde, wenn das Gesicht so schön frisch und glowy aussieht. Falls ihr zum Beispiel große Poren habt, dann würde ich an eurer Stelle eben einen Primer benutzen, der die Poren ein bisschen verschließt. Also es gibt wirklich für jeden Hauttyp einen passenden Primer. So, danach, nach dem Primer, kommt auch schon die Foundation dran. Hier konnte ich mich kaum entscheiden, weil meine beiden Favoriten auf jeden Fall sind diese hier. Einmal von L'Oreal Infallible 24 Stunden Fresh Wear Foundation. Die habe ich euch schon mal auf Instagram gezeigt. Und eine andere Foundation, die ich ganz neu erst entdeckt habe, die ist von Maybelline. Und das ist die Superstay Multi-Use Foundation Stick in der Farbe 30 Sand. Und diese Farbe übrigens von L'Oreal ist auch Sand. Bei mir ist es immer Sand, passt immer, wenn ich mir diese Farbe kaufe. Hier ist es natürlich eine flüssige Foundation und das eine Stick Foundation. Ich finde beide Hammer, die Farbe passt perfekt, lassen sich beide super gut verblenden. Diese Stick Foundation ist so eine On-the-Go Foundation, die man unterwegs auftragen kann. Was ihr wissen solltet, falls ihr sie kauft, das war's. Hier ist nur so viel drin. Ich war ein bisschen überrascht, weil ich finde, dass es relativ wenig ist. Im Gegenteil, also hier drin sind zum Beispiel, dass ihr Bescheid wisst, 7,5 Gramm und hier sind drin 30 Milliliter. Also auf jeden Fall ein riesiger Unterschied. Ich muss aber sagen, falls ihr eher eine öligere Haut habt, dann kann ich euch den Stick super gut empfehlen, gerade wenn ihr wirklich unterwegs seid. Das geht so schnell. Ich gehe da meistens einfach so drauf. Ich benutze mal gerade die zwei Striche hier, so ein bisschen um die Nase, auf die Nase und Kinn. Und dann verblende ich das einfach mit dem Pinsel und es ist schon perfekt. Also es gefällt mir so, so gut. Ich muss aber sagen, manchmal, wenn meine Haut eher ein bisschen trockener ist, dann ist es ein bisschen schwierig zu verblenden, weil die nicht so eben flüssig ist, ne? Deswegen werde ich noch zwei, drei Tröpfchen von dieser Foundation hinzufügen und dann alles miteinander verblenden und dann ist es perfekt. Ich könnte mich auch ehrlich gerade nicht entscheiden, welche ich eher empfehlen würde, weil ich beide gerade sehr gerne mag. So, auch wenn ich zwei Foundations aufgetragen habe, bin ich trotzdem nicht der Typ, der so richtig viel Foundation trägt. Ich finde es okay, wenn hier und da was da durchschaut, wenn es dann doch natürlicher aussieht, aber eben so ebenmäßig. Das mag ich sehr gerne. Und für die kleinen Flecken oder die dunklen Schatten hier unter den Augen werde ich auf jeden Fall einen Concealer verwenden. Und welchen ich neu entdeckt habe und euch wirklich von Herzen empfehlen kann, weil ich den so klasse finde, ist einer von Isadora und zwar Cover Up Longwear Cushion Concealer in der Farbe Nude Sand. Das ist ja crazy. Auf jeden Fall schaut das so aus. Und zwar kann man den so schön rausdrehen. Und den kann man so toll hier unter dem Auge auftragen. Und auch hier an den Stellen um die Nase herum. Also erstmal das gefällt mir sehr gut. Die Farbe passt wunderbar. Und das lässt sich so schnell verblenden. Und ich muss wirklich sagen, dass ich danach eigentlich kein Puder mehr brauche.
weil es hat irgendwie so eine perfekte Konsistenz und das highlightet super schön. Guck mal, das verblendet sich super schnell. So, dann werde ich das Ganze vorsichtshalber ein bisschen setten mit meinem geliebten Laura Mercier Puder. Das habe ich jetzt den ganzen Sommer nicht verwendet, weil ich gerne einfach so glowy ausgesehen habe. Aber jetzt finde ich das eigentlich ganz schön, um das Puder unter den Augen so ein bisschen zu setten, damit es ein bisschen ja, länger hält. Gehe ich einfach nur mit dem Pinsel ganz mit ganz wenig Produkt drauf und tupfe das so ein bisschen drauf. Und danach, weil ich das ja immer so mache, werde ich mein Gesicht bronzen, konturieren und highlighten. Und hier ist es nach wie vor die zwei unschlagbaren Favoriten schon wirklich super lange. Und zwar diese hier. Einmal der Bronzer von Too Faced in der Farbe Sweet Tea. Das ist so ein Glowy Bronzer, so ein schimmriger Bronzer in zwei verschiedene Tönen. Ich finde den perfekt. Der sieht einfach immer so gut aus. In der Sonne macht es so eine richtig schöne Kontur und sieht auch frisch aus. Also ich mag das mega. Und natürlich auch meine geliebte IT Cosmetics Palette, die es seit neuestem beim Douglas gibt. So cool. Ich freue mich total. Mir haben auch schon einige von euch Feedback gegeben, die diese Palette nachgekauft haben, wie cool die ist. Auf jeden Fall hier diese drei Farben. Ne? Von hier benutze ich immer auch den Bronzer. Gerne auch in Verbindung mit diesem Blush sowieso und Highlighter auch sowieso. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich werde erstmal mit dem Pinsel in diesen Bronzer reingehen, weil der matt ist, um so ein bisschen die Kontur vorzugeben. Und danach gehe ich nochmal in diesen Bronzer, um so ein bisschen Glow zu verleihen. Ich liebe Bronzer. Das ist für mich wirklich so ein Schritt, den ich niemals auslassen würde. Und wenn ich das habe, dann gehe ich auch schon in den Blush mit einem anderen Pinsel, manchmal auch mit dem gleichen. Und da gehe ich auch einfach ganz vorsichtig rein und gebe mir das so auf die Bäckchen und verblende das dann so nach hinten Richtung Haaransatz. So, und danach ist auch schon der Highlighter dran. Normalerweise habe ich herausgefunden, das ist viel cooler, wenn man erst den Bronzer aufträgt, dann den Highlighter und dann Blush. Weil der Blush in der Mitte alles dann schön miteinander verblendet. Und aber so aus der Gewohnheit mache ich immer Bronzer, Blush, Highlight. Ich will mir das unbedingt umgewöhnen, weil jetzt, man sieht zwar den Highlighter super schön, aber der macht auch so eine Kante hier. Wisst ihr, was ich meine? Danach gehe ich sowieso immer rein und verblende das. Und theoretisch könnte das der Blush-Schritt jetzt sein, um das so ein bisschen harmonischer zu machen. Okay, und danach sind auch schon die Augenbrauen dran. Und die hier sind auf jeden Fall meine ganz, ganz großen Favoriten. Einmal Brow Power von IT Cosmetics und dann einmal von Glossier Boy Brow. Das ist ein Augenbrauen-Gel. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Kombi. Und manchmal mache ich das wirklich verkehrt herum. Also eigentlich machen wir ja erst den Stift und dann ein Augenbrauen-Gel. Aber ich mache das super gerne so, dass ich erstmal das Gel auftrage, um so ein bisschen eine Form anzugeben und dann zu sehen, okay, wo ist noch eine Lücke, weil ich trage sie gerne natürlich und außerdem habe ich eigentlich nicht so die großen Lücken. Deswegen mache ich erstmal das Augenbrauen-Gel und dann schaue ich zum Beispiel, okay, die Kontur hier unter der Augenbraue jeweils ist nicht so sauber. Deswegen gehe ich oft auch wirklich nur noch hier unter der Augenbraue durch, verblende das nach oben. Und ganz oft lasse ich das dann auch so. Manchmal gehe ich nochmal hier, wenn ich es ein bisschen dunkler haben will, dann gehe ich nochmal hier an die höchste Stelle der Augenbraue. Aber eigentlich probiere ich nicht zu viel zu machen, damit ich nicht so Balken habe. Weil dadurch, dass meine Haare sehr, sehr hell sind, fallen die Augenbrauen natürlich super doll auf, wenn sie auch zu dunkel sind vor allem. Und jetzt kommen wir zum Lidschatten. Ich trage mal die Base auf für meinen Lidschatten, ist auf jeden Fall Soft Ochre Pro Longwear Paint Pot von MAC. Das ist schon ein bisschen am Trocknen, aber das funktioniert immer noch wunderbar. Und ich sag euch ehrlich, ich bin manchmal zu faul für den Primer. Aber ich sehe jedes Mal so einen krassen Unterschied. Deswegen darf man das eigentlich nicht weglassen, vor allem bei so aufwendigeren Looks. Und ich habe diesen Primer wirklich schon super lange. Das ist auch der einzige und der erste Primer, den ich mir für meinen Lidschatten gekauft habe. Und das ist einfach ein ganz, ganz tolles Produkt. Wirklich, Lidschatten sieht besser aus, die Farben kommen viel mehr rüber. Ihr verdeckt eure ganzen Äderchen und so weiter. Und das hält richtig gut. Das trocknet auch super. Und also ja, kann ich euch nur empfehlen. Und dann ein kleines Problem. Denn mein Riesenfavorit jetzt, was Make-up angeht, was ich in letzter Zeit auch nur benutzt habe, ist diese Lidschattenpalette. Und zwar ist es die Dream Street Palette von Kathleen Lights mit Colourpop.
Und die bekommt man natürlich bei uns nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt ein bisschen doof ist, euch die zu zeigen. Diese ist auch so busy versifft, weil ich wirklich sie sehr oft benutze. Aber es gibt jetzt eine ganz neue Palette. Und deswegen dachte ich, werde ich sie verwenden, weil sie viel einfacher zu bekommen ist. Und zwar gibt es eine ganz neue Palette von... Das Licht ist so hell. Es gibt eine ganz neue Palette von Zoeva, und zwar die Unique Reflection Palette. Und hier sind ganz viele Farben, die der Kathleen Knights Palette super doll ähneln. Und deswegen habe ich gedacht, werde ich sie einfach nehmen statt der oberen. Also ich hoffe, ihr könnt das sehen, was ich meine. Also es gibt ganz, ganz viele ähnliche Farben gerade hier. Und deswegen werde ich die Zoeva Palette heute benutzen. Aber normalerweise verwende ich sehr oft diese von Kathleen Knights, seit ich wirklich in New York war, jeden Tag. Und hier werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal einen fluffigeren Pinsel nehmen und die Farbe Unexpected Form nehmen und werde sie hier verblenden in meiner Lidfalte, um schon mal so eine kleine Tiefe anzugeben, die Lidfalte zu betonen. So, und wenn wir das haben, wenn wir den Übergang vorbereitet haben, dann kommt es auch schon zu dem beweglichen Augenlid. Und hier verwende ich einen Zauberpinsel, denn ihr werdet gleich sehen, dass das wirklich ein Hammerpinsel ist. Und den benutze ich super gerne, wenn ich schnell richtig guten Make-up-Look brauche für meine Augen. Wenn ich genau weiß, okay, das muss perfekt sitzen. Oder wenn ich nur den habe. Also ich zeige euch gleich, was ich meine. Aber das ist eigentlich genau diese Form. Das ist einmal von Zoeva 325 Lux Brow Light, der ist eigentlich dafür gedacht, für unter der Augenbraue zu highlighten. Ich benutze den aber super gerne auf meinem beweglichen Augenlid, denn wir gehen jetzt erstmal in die Farbe Sparkle Forever mit nur einer Seite. Also ich gehe jetzt nicht so wild mit allen Richtungen, sondern ich gehe wirklich nur, ich nehme die Farbe nur auf eine Seite auf und dann fange ich das an, so drauf zu tupfen auf der Mitte bis zum Innenwinkel und tupfe die Farbe sozusagen so richtig drauf, drücke sie drauf. So, und jetzt kommt der Trick, den man wirklich nur mit diesem Pinsel machen kann. Und zwar habe ich jetzt auf die andere saubere Seite die Farbe Moments of Bonding aufgetragen. Also das ist dann auch meistens die dunkle Farbe. Das ist dann die Farbe, die im äußeren Augenwinkel drauf kommt. Und der Trick ist jetzt folgender. Wir nutzen die Form des Pinsels aus, denn der ist ja so ganz gerade geschnitten und so richtig breit. Ja, schmal, aber schön breit. Und die Härchen sind auch relativ hart. Also man kann richtig starke Pigmente auch so auftragen, dass es auch richtig intensiv wird, ne, die Farben. So, und die dunkle Farbe, wir legen jetzt den Pinsel so drauf, als würden wir uns so ein Cat-Eye machen, also in diese Verlängerung, ne? Da, wo euer Wimpernkranz aufhört und wo die Augenbraue aufhört, in dieser Linie. Aber der Pinsel berührt auch meinen Wimpernkranz und ich lege den so drauf und mit tupfenden Bewegungen bringe ich den Lidschatten von hier immer weiter in die Mitte. Und das Perfekte ist halt, natürlich kommt jetzt auch total auf euer Augen, auf eure Augenform an. Aber bei mir ist es so, dass der Pinsel, dass die Breite des Pinsels genau perfekt auf meine Augenform passt. Denn da, wo der Pinsel beginnt, also an meinem Wimpernkranz, der Anfang ist perfekt, sowieso bei jedem. Und das Ende ist wirklich genau da, wo meine Lidfalte ist, ein bisschen drüber. Das heißt, wenn ich das aufgetragen habe, habe ich die perfekte Höhe auch erreicht, wo ich dann den Lidschatten auch verblenden sollte. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, was ich gerade meine, dass wirklich mit diesem kleinen Trick ihr eigentlich den perfekten Look und auch richtig präzise kreieren könnt. Also seht ihr, wo der Lidschatten aufhört, wie die Farben ineinander verlaufen und auch wie die Höhe ist. Klar habe ich hier jetzt einen krassen Cut, aber der ist perfekt. Und jetzt geht es einfach nur noch darum, ihr könnt zum Beispiel jetzt einen Verblendungspinsel nehmen und einfach hier nur das Ende ein bisschen verblenden. Mit der Farbe, die wir als allererstes aufgetragen haben, da können wir zum Beispiel nochmal reingehen in diese Rosé-Farbe und dann gehen wir nochmal von der dunklen Farbe in die Mitte über die Lidfalte und verblenden alles schön miteinander. So, und es kann natürlich für manche zu hart sein. Ich verstehe alles, ich bin auch sehr kritikfähig, aber
Ihr wisst, ich liebe dieses hell nach dunkel, immer diese Form. Das finde ich einfach klasse. Das kann man auch mit allen möglichen unterschiedlichen Farben benutzen. Und das wird immer cool aussehen, ob ihr goldige Töne oder dunkle, smoky eyes, natürliche Töne. Aber sieht immer schön aus, wenn das Auge von außen ein bisschen dunkler geschminkt ist. Und hier könnt ihr natürlich genauso auch perfekt mit diesem Pinsel, könnt ihr euch eine saubere nehmen oder einfach den nehmen und die Reste des Produktes nehmen. Und hier super gut unter dem Wimpernkranz auch noch mal lang gehen, weil die Form hier auch natürlich klasse ist, ne? Und ich hoffe wirklich, dass euch der Trick gefällt. Ich wollte den euch schon länger zeigen und ich dachte, vielleicht würde das in diesem Video ganz gut reinpassen, weil genau dieser Trick oder dieser Vorgang auch mein Favorit ist. Mein ganz, ganz großer, den ich oft benutze. Und was auch eins meiner Favoriten ist von den Produkten her und was immer positiv auffällt und ich immer gefragt werde, oh, wie hast du das gemacht? Urban Decay, genau, einmal in Midnight Cowboy, ist das so ein Lidschatten-Gel-Pinsel-Glitzer, das ihr eben auf euren Wimpernkranz auftragen könnt. Ich mache das super gerne auf dem unteren Wimpernkranz und das sieht wirklich immer gut aus. Das ist so ein richtiger Hingucker, aber seid vorsichtig damit, denn da kommt wirklich super viel direkt raus. Was ich auch eigentlich immer mache, ist ein Lidstrich ziehen und da auch mit einem Eyeliner von Isadora. Den habe ich so auch lieben gelernt nach meinem einen Tutorial, das ich auf Instagram gedreht habe. Der ist mir jetzt sogar schon leer gegangen, weil ich den ständig dabei hatte, überall auf Reisen und 2 Wochen in Florida mit meiner Schwester zusammen benutzt habe, weil sie ihren vergessen hatte. Deswegen ist er leider schon alle. Und als Ersatz habe ich hier einen von The Body Shop. Und jetzt orientiere ich mich ganz einfach hier an meinem Lidschatten, ne, an diesem Cut. Und dort werde ich deshalb auch meinen Wing ziehen. Und mir ist auch bewusst, dass dieser Wing, den ich jetzt gemacht habe, den ganzen Look etwas schwerer macht. Aber ich mag das sehr, sehr gerne. Und jetzt kommen wir auch schon zu meiner neuen Mascara, die ich auch super gerne benutze, weil meine von Yves Saint Laurent leider jetzt leer ist, musste die her. Und zwar, das ist die Telescopic Mascara von L'Oreal. Und was mir an der einfach super gut gefällt, ist einfach dieses außergewöhnliche Bürstchen. Dieses ganz dünne Bürstchen mit diesen Gummizacken. Das ist so krass. Man kommt wirklich ganz an Anfang der Wimper und man kann die so lang machen und so voluminös. Das finde ich echt perfekt. Nichtsdestotrotz, so wie immer, benutze ich erstmal meine Wimpernzange. Hier muss man aber auf jeden Fall aufpassen bei der Wimperntusche, dass man nicht auf dem geschminkten Lid kleckert, weil die ist wirklich so schön schwarz und hat so viel Farbe und weil man mit der wirklich die Wimpern auch so lang schminken kann, kommt man super schnell auf den Lidschatten drauf. Und ihr könntet jetzt natürlich super gerne auch Wimpern aufkleben, aber ich mache das eigentlich so gut wie nie in letzter Zeit, letzten Monaten. Das habe ich früher irgendwie regelmäßiger gemacht. Aber jetzt ist mir irgendwie nicht so unbedingt danach, deswegen werde ich das einfach so lassen. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Lippen. Und bei den Lippen muss ich sagen, es ist super schwer, sich zu entscheiden. Ich werde aber das auftragen, worauf ich super oft angesprochen wurde auf Instagram. Und zwar ist es eine Lip-Kombi gewesen aus der Farbe Self-Starter von Maybelline. Und darüber habe ich einmal aufgetragen von Love Plumping Serum Gloss. In der Farbe Nummer 210. Und um vorsichtig zu sein und wirklich eine Lipkontur zu verleihen, die immer sehr, sehr viel ausmacht, werde ich nochmal einen Lip Liner verwenden. Von MAC in der Farbe Auburn. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Dann kommt einmal von Maybelline die Farbe drauf. Ich habe es ganz anders, ich habe so mehr in die Rosé-Richtung erwartet, aber das war richtig schön oder ist richtig so bräunlich. Und was bei dieser Lippenkombi auf jeden Fall sehr cool ist, oder beziehungsweise generell mit dem Lip Liner, dass man die Lippen auch etwas voller aussehen lassen kann, weil man eben die Kontur so schön betont. Und mit dem Lipgloss drüber sieht das natürlich nochmal voller aus, weil der Lippenstift, weil dieses Produkt eigentlich matt sein soll. Aber ich mag es gerne glossy. Und das wäre jetzt die Kombi auf meine Lippen. Was sagt ihr? Wie gefällt es euch? Ich muss ganz ehrlich sagen, es sind zwar jetzt alles meine Favoriten und wirklich, diese Glosse von Love sind einfach der Hammer generell. Alle Produkte von Love sind einfach unglaublich gut. Zu diesen Lippenprodukten, es kamen ja neue Farben raus und mit den neuen Farben, muss ich sagen, fand ich die Konsistenz teilweise oder vielleicht habe ich so ein paar Montagsprodukte. Aber
Ich bin nicht mit allen richtig happy gewesen. Ich muss aber sagen, wirklich mit einem Gloss drüber, es ist super schön. Es ist auf jeden Fall sehr farbintensiv, sehr sättigend. Die Farben, die Pigmentierung ist sehr stark. Aber teilweise kleben sie auch noch Stunden später und das finde ich nicht so cool bei einem Lippenprodukt, weil ich möchte nicht, dass die ganze Zeit spüren über den Tag oder dass es mich stört oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Aber in Verbindung mit einem Gloss ist es super cool und auch gerade diese Farbe 130 fand ich eigentlich richtig problemlos. Deswegen habe ich gedacht, zeige ich euch das mal. Und ein Setting Spray, bevor ich das vergessen habe. Einmal von Catrice Prime and Fine Multi-Talent Fixing Spray. Das ist schon meine zweite Flasche, die ich aufgebraucht habe. Das ist eins der besten Fixiersprays überhaupt. Und dann noch aus der Drogerie kann ich euch sowas von empfehlen. Und zwar ist auch dieser Sprühkopf hier so besonders, denn es sprüht nicht so einen Nebel, so einen gleichmäßigen Nebel, sondern so im Streifen, wenn ihr wisst, was ich meine. Das heißt, man sprüht so drauf und es geht einfach so auf das Gesicht, kommt überall hin, ist zwar relativ nass, aber ich wedel mir das immer mit meiner Lidschattenpalette trocken und dann ist es einfach nur super. Ich liebe das wirklich. So, liebe Leute, das war's auch schon mit meinem Make-up-Look. Ich bin ganz gespannt, wie es euch gefällt, was ihr so sagen werdet. Es ist auf jeden Fall sehr herbstlich geworden, sehr ganz viele Rottöne. Das mag ich aber auch sehr gerne generell bei blauen Augen. Aber jetzt im Herbst umso mehr, die Lippenfarben werden dunkler. Apropos Lippenfarben, falls ihr euch interessiert, was so meine liebsten Lippenfarben jetzt für diesen Herbst sind, schreibt mir das gerne, dann drehe ich dazu vielleicht mal wieder ein Top 5 Video, habe ich ja auch schon länger nicht mehr gemacht. Ansonsten hoffe ich, dass der Look euch gefällt und denkt auf jeden Fall dran, mir eure Favoriten aufzuschreiben. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr darauf, bin so gespannt, was wir da so zusammen bekommen und dann drehe ich eben dieses Video, in dem ich nur Produkte benutze, die eure Favoriten sind und ich werde mir die Produkte raussuchen, die ich bisher noch nicht kenne, die ich bisher noch nicht verwendet habe und ja, bin sehr gespannt und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen und bis dahin alles Liebe. Tschüss.